Ja, hallo, sagst du uns kurz deinen Namen und deine Funktionen, die du in der Schule hast und Ja, auch. mein Name ist Nico Battistini. Ich bin Medienkoordinator an meiner Schule, Gymnasium Rösrath, und bin Medienberater im KT Köln. Seit wann habt ihr denn den Medienpass an eurer Schule eingeführt? Ja, den Medienpass haben wir im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres eingeführt, sind jetzt mit der ersten Phase fertig, haben das Planungsraster erstellt und haben jetzt in diesem Schuljahr mit der zweiten Phase begonnen, das heißt mit der Arbeit in den Fachbereichen und dem Einschreiben in die Curricula. Also ganz am Anfang stand im Prinzip ein Impulsvortrag und wir haben uns erstmal darüber verständigt, was ist der Medienpass überhaupt. Als das dann positiv bei den Kollegen angekommen ist, dass man eben auch gesehen hat, dass man mit dem Medienpass Transparenz herstellen kann, dass der, ich nehme jetzt mal meine Fächer Kunst, Deutsch, Informatik, nehmen wir mal Kunst und Deutsch, dass sozusagen der Deutschlehrer, der Werbeanalyse machen möchte in der 8. Klasse, der vielleicht mit Bildbearbeitungsprogrammen so noch nicht umgehen kann, dass der auch auf das verlassen kann, was vielleicht der Kunstlehrer schon im Bereich Bedienen und Anwenden als Grundlagen gelegt hat, nämlich Bildbearbeitungsprogramme schon in einer früheren Stufe anzulegen. Und der große Vorteil ist, dass man nicht alles nochmal neu machen muss, sondern sich auf Kompetenzen aufbauen kann, es eine Transparenz und Verlässlichkeit da ist und eben auch eine Struktur in dem Struktur und Moment, wo was? man sich den Lernplankompass mit dazu nimmt, wo ich ja auch sehen kann, welche Materialien stehen da zur Verfügung, in welchen Feldern gibt es Andockungen zum Lehrplan. In dem Moment habe ich eine Hilfe an der Hand, dass ich in den Fachbereichen, die sozusagen das Kernstück der Arbeit ja darstellten, also wo die eigentliche curriculare Einbindung ja dann stattfindet, dass man erst in den Fachbereichen schaut, wo gibt es überhaupt Anknüpfungen an den Lehrplan, dass man dann schaut, welche Kompetenzen können wir übernehmen, sodass man dann in das Planungsraster sich einschreiben kann und dann erstmal ein Gesamtüberblick entsteht. Welche Und Herausforderungen haben sich denn bei der Einführung gestellt? ja, es gibt natürlich ganz am Anfang immer auch kritische Stimmen von Kollegen, die sagen, oh, jetzt auch noch das. Aber ganz schnell hat sich dabei herausgestellt, dass das Kollegium auch begriffen hat, dass es etwas ist, was nicht noch oben drauf ist, sondern was ein Instrument darstellt, diese ganzen Prozesse der Medienkompetenzentwicklung, der Unterrichtsentwicklung Also im aufzugreifen, Prinzip. Prinzip jeden einzelnen Kollegen in diesem Prozess mitzunehmen. Welche Vorteile bietet der Medienpass aus deiner Sicht? Der Medienpass bietet vor allen Dingen den Vorteil, dass die Pflicht einer jeden Schule, ein Medienkonzept zu entwerfen, dass der Medienpass dann sozusagen den zentralen Baustein liefert. Nämlich, was muss ein Medienkonzept können? Es muss beinhalten, dass ich eine sozusagen Aussage darüber habe, wie ich die Medien im Unterricht einsetze als Kernstück. Es muss eine Aussage darüber haben, wie Ausstattung, also welche Ausstattungsplanung daraus folgt. Und es muss eine Fortbildungsplanung, ein Fortbildungsbedarf daraus ableitbar sein und auch im Medienkonzept verankert sein. Und genau das liefert in seiner Struktur der Medienpass NRW.